herzlich willkommen bei uns. Jetzt entführen wir Sie in eine völlig andere Welt, in die faszinierende Welt der Mühlen. Es gibt relativ viele in Hessen. Es gibt Windmühlen, es gibt Wassermühlen, es gibt große Mühlen, es gibt kleine Mühlen. Und wir haben heute einen Mann bei uns zu Gast, der total fasziniert ist von Mühlen und seit einigen Jahren Mühlen selbst baut, also ne, im Modell nachbaut, mit unglaublich viel Hingabe. Und bevor wir ihn gleich persönlich kennenlernen, er ist draußen im Hallo Hessen-Garten, wo ich auch gleich hingehe, schauen wir uns mal einen Teil seiner Mühlen in seiner Ausstellung an. Bei ihm dreht sich alles um Mühlen. Gerda, ihr beide habt jetzt Wind gemacht. Manfred Egloff aus Randstadt. All diese Wind- und Wassermühlen hat er selbst gebaut. Mit Leidenschaft. Der Reiz ist dabei, die Wind- und Wasserenergie zu nutzen, zu verwenden. Sie ist ja immer da, immer verfügbar. Diese Leidenschaft ist auch für die Nachbarn nicht zu übersehen. Schon auf der Einfahrt des 66-Jährigen steht dieses Modell. Dieses Windrad treibt im Inneren einen kleinen Generator an, der liefert ein bisschen Strom. Und damit wird eine kleine Lampe, in diesem Falle LEDs, beleuchtet. Und das war mein diesjährige Weihnachtsbeleuchtung. Er liebt es einfach, sich mit Wind zu beschäftigen. Und so geht es für den Rentner jeden Tag in seine kleine Werkstatt vor dem Haus. Und tschüss. 25 Modelle hat er hier schon zusammengeschustert. Heute zeigt er uns seine Highlights. Zum Beispiel diese Elbschiffsmühle. Vor 300 Jahren lag sie noch auf den großen Flüssen Deutschlands. Das Schiff liegt im Fluss. Das Wasser kommt von hier, treibt das Rad an, das Flügelrad. Über diese Welle wird hier über eine Umlenkung im Schiffsboden ein Mahlwerk angetrieben. Da hat man früher Mehl gemahlen. Diese Windmühle ist noch älter. Sie stammt aus dem Mittelalter, war so hoch wie ein Haus, bis es dann irgendwann zu Problemen kam. Die sind gerne umgefallen. Warum? Weil der Mensch immer mehr will, immer höher. Und man hat dann anstatt ein Mahlwerk zwei, drei eingebaut und so hat somit den Schwerpunkt höher gesetzt. Und beim geringsten Windstoß sind die umgefallen. Und sie ist das absolute Highlight in der Sammlung von Manfred Egloff. Eine Wassermühle, die die Pumpe für ein Gradierwerk antreibt. Sinn und Zweck war, man wollte Salz gewinnen. Und man hat das Wasser im Werk umgewälzt. Das war aber später dann unrentabel geworden, weil die Importe von Salz waren billiger und diese Mühlen oder diese Konstruktionen sind dann gestorben. Natürlich zeigt er uns seine Schätzchen auch nochmal in Aktion. Hier am Leisbach wird zuerst die Elbschiffsmühle zu Wasser gelassen. Funktioniert. Gibt es eigentlich Leute, die sagen, Herr Egloff, mit Ihren ganzen Mühlen, Sie haben doch einen Vogel? Ja, hat man mir schon gesagt, ja. Aber den Vogel habe ich gerne. Ja, das ist sie, die wahre Leidenschaft von Manfred Egloff für Wind und Wasser. Und der Mann mit dem Vogel und den Mühlen ist jetzt bei uns. Ich freue mich sehr darüber, Manfred Egloff. Herzlich willkommen aus Obermockstadt, der Initiator dieser Mühlenausstellung. Wind und Mühlen, das ist das, was Wind und Wasser, das ist das, was die Mühlen antreibt. Und Sie stehen hier vor einer selbstgebauten Mühle, die offensichtlich eine Wassermühle ist. Was hat es mit dieser Mühle auf sich? Ja, wir haben hier zwei Wassermühlen praktisch. Mhm. Ich habe sie jetzt, das ist die Variante Hallo Hessen. Mhm. Einmal haben wir ein, darf ich das anstellen? Ja, aber Sie müssen unbedingt. Müssen, genau. Das ist ein Wasserschöpfrad. Hat man in die Ebenen gehabt, in Wetterau gab es die, wenn man auf die Geschichte zurückgeht, gab es solche Räder auch schon in Rom. Bei der Wasserversorgung, da muss man ab und zu mal das Wasser anheben in höhere Ebenen, hat dann das Wasser hier oben abgefangen, hat es in höhere Ebene mit den Aquadukten wieder abgeleitet. Ja. Gab es ein reales Vorbild für diese Mühle? Also woher wussten Sie, wie Sie diese Mühle zu bauen haben? Das ist eine lange Geschichte. Von eins zum anderen, man fängt eins an und ja. Also wo Bücher und Kulturfilme und irgendwo.
Da gibt es eine weitere Entwicklung. Da habe ich einen Film gesehen, habe ich nachher auch, will ich das noch machen, gab es eine Silbermine. Da hat man drei solche Räder übereinander gebaut, aufgesammelt. Das nächste Rad hier, das nächste Rad hier, da hat man Silberminen entwässert. Ja. In drei Stufen nach oben. Und was ist das hier für eine Mühle? Das ist eine Hammerschmiede. Eine Hammerschmiede? Hammerschmiede. Ja, was bedeutet das konkret? Die waren dort, wo Eisenerz abgebaut wurde und es musste ja weiterverarbeitet werden. Da hat man sich die Kraft des Wassers genutzt und das waren riesen Hämmer, so dicke Balken. Ja. Und hat dann die Arbeit das Wasser machen lassen. Ich habe sowas in Blaubeuren gesehen, am Blautopf. Da gibt es auch eine Hammerschmiede. Gibt es auch, ja. Ja. Im süddeutschen Raum gibt es da einige. Aber wie fing das an, Ihre Faszination für Mühlen, dass Sie angefangen haben, selber Mühlen zu bauen? Wie fing es an? Ich hatte vorher mal kleine Mühlen gebaut, die hatte ich verliehen. Und die hat, das hat jemand gewusst. Und durch einen Umstand bin ich in den Vogelsberg gekommen und dann war ein Gartenbesucher, der kam zu mir, Herr Eckloff, wir müssten eine Mühle in Eichelbach. Mhm. Und das war eigentlich der Startschuss. Das war ein Rennstädter, das war der, ich darf es gerne sagen, der Hans Bergmann. Und da sagte er, ja, wir hatten immer jeder ein Wasserrädchen in der Ege, hier müssen wir es machen. Ja gut, das war der Startschuss. Toll. Das war früher. Und dann im Sommer hatten wir dann vier Stück, hatte ich dann. Im Herbst waren es schon 10. Und bei welchen Gelegenheiten darf da das Schöpfrad ins Wasser? Nee, bei welchen Gelegenheiten? Also so richtig, also nicht jetzt nur wie hier im Modell, sondern ins echte Wasser, wie wir es gerade auch im Film gesehen haben, in den Fluss. Ja, das baue ich dann. Wir haben da drei Veranstaltungen eigentlich. Und dann bauen wir das auf. Je nachdem, wo das Wasser herkommt. Wir haben ja Bilder davon, das können wir Ihnen nämlich mal zeigen. Weil die Mühlen sind nicht einfach nur so für eine Fernsehsendung da, sondern wie gesagt, die kommen auch ins echte Wasser. Aber wofür war das? Also bei welchen Gelegenheiten? Also wir sehen, das ist jetzt eine Säge, eine Steinsäge. Und hier bauen wir die Schiffsmühle. Hier. Und hier. Und das ist alles aus Holz gebaut? Das Holz und auch ein bisschen andere Materialien, die laufen ja mehrmals, auch fast eine ganze Woche im Wasser, das ist schon, kann ich kein Papier nehmen. Wie viele Mühlen haben Sie insgesamt schon gebaut? Dürften jetzt mit dem Wind und Wasser und allem möglichen um die 50. 50 Mühlen? Und seit wie vielen Jahren machen Sie das schon? 13, also 7 Jahre. Faszinierend. Und wie oft schauen Sie sich richtige, echte, große Mühlen an? Gut, wie es ergibt, wo es sich ergibt. Ja. Wenn ich weiß, da ist was und da läuft dann was. Dann fahren Sie hin, gucken sich ab, dass Sie dann, genau, die dann auch das sind wahrscheinlich die Vorbilder nachbauen können. Und ja. Dann werden die versucht umzusetzen. Ja. Es ist ja schon faszinierend, wenn man so vor so einer riesengroßen, echten Mühle steht. Das ist möglich am Deutschen Mühlentag. Der ist nur leider dieses Jahr wegen Corona abgesagt worden. Aber wir wollen Ihnen mal zeigen, wie es theoretisch und hoffentlich dann im nächsten Jahr zugeht, wenn die Müller ihre Türen zu ihrer Mühle öffnen. Es dreht und dreht und dreht sich. Das Wasserrad der Steinmühle Schorbach macht Runde um Runde, obwohl die Mühle 1978 stillgelegt wurde. Damals musste sich auch Müller Konrad Kurz neu orientieren und hat die Mühle, die seit 1850 im Familienbesitz ist, zu einem lebendigen Museum umfunktioniert. Alles, man könnte theoretisch gesagt heute wieder anfangen zu mahlen, aber der Markt, den wir früher mir verliefert haben, den gibt es heute nicht mehr. Die Mühle in Schorbach kann mit Voranmeldung das ganze Jahr besichtigt werden. Die Besucher sind begeistert, nicht nur am Mühlentag. Es lohnt sich tatsächlich, hierher zu kommen, auch aus weiterer Ferne, denn hier ist wirklich alles erhalten wie früher. Das ist wunderbar gepflegt hier und ich hoffe, dass das noch lange erhalten bleibt, was Sie hier aufgebaut und eingerichtet haben.
die Brückermühle in Amöneburg. Seit 1248 wurde hier an der Ohm Getreide gemahlen. Heute benutzt Müllermeister Thomas Kleinschmidt die beiden Turbinen, die Anfang des 20. Jahrhunderts nachträglich eingebaut wurden, auch zur Stromerzeugung. Durch sie werden ein zur Mühle gehörender Bioladen und ein ganzjährig betriebener Restaurationsbetrieb mit Strom versorgt. So schafft es Müllermeister Kleinschmidt auch heute noch mit seiner Mühle als Ausflugsziel Geld zu verdienen. Die Mühlen sind einfach wichtig als Zeitzeugen, als Kulturzeugen unserer Geschichte. Es sind die ersten mechanisierten Maschinen überhaupt, die es gab. Man hat in allen Anfängen mit Wasserkraft gearbeitet und hat später dann auch Wind genutzt. Allein mit Mehlmahlen und Verarbeiten kann heute keine hessische Mühle mehr überleben. Obwohl es offenbar den ein oder anderen Nachwuchsmüller geben könnte. Durch den alljährlich stattfindenden Mühlentag werden die jahrhundertealten technischen Denkmäler aber weiter ihre Geschichten erzählen dürfen. Und Manfred Egloff ist jemand, der baut Mühlen nach in Handarbeit über mehrere Wochen. Sie haben uns auch hier mal eine Mühle mitgebracht, die uns so ein bisschen mit in die Vergangenheit nimmt. Welche Geschichte erzählt diese Mühle? Ja, die habe ich jetzt nicht gebaut. Ach, die haben Sie nicht gebaut? Nein, ach, nein. Schade. Dann erzählen Sie uns trotzdem was über diese Mühle und weshalb die hier ist. In die Sammlung. Die Kaffeemühlen, Gewürzmühlen, Mohnmühlen. Ach, weil Sie ja der Initiator der Mühlenausstellung sind. Genau. Und das ist ein Teil dieser Mühlen, die in der Ausstellung sind. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Diese Part geht eigentlich an meine Frau. Die hat gesammelt und geguckt. Und auch das hat er an Land gezogen. Ihre Frau teilt ihre Leidenschaft für Mühlen? Das finde ich ja großartig. Wer war zuerst da? Sie mit ihrer Leidenschaft oder Sie mit ihrer Leidenschaft, Ihre Frau? Kann man schlecht sagen. Fing gleichzeitig an. Vielleicht habe ich sie mitgezogen. Aber dann hat sie natürlich auch Verständnis, wenn sie so viel Zeit mit den Mühlen verbringen. Ja. Und was kann die wirklich malen? Das ist eine Getreidemühle. Das ist eine Getreidemühle, 1800, denke ich mal. Ich habe das so hier gekriegt und den Unterbau habe ich selbst gebaut, damit die irgendwo stehen kann. Mhm. Weil ich mit denen auch, die nehme ich mit bei den Erlebnistagen Mühle. Ja. Mache ich mit den Kindern. Auch mehrmals im Klobesberg. Ich habe hier mal Mais mitgebracht. Vielleicht können wir das mal machen. Darf ich das machen? Bitte, ich fände es toll, wenn Sie das machen. Ich hätte nicht gedacht, dass die wirklich malen kann. Ich dachte, das ist vielleicht nur so ein Modell. Ja. Ah, guck an. Herrlich. Und so hat man früher mehr gemalt. So hat man früher gemacht. Zu welcher Zeit? Die dürfte Mitte 1800 gewesen sein. Das war früher auch schon. Hat man auch schon gemalt. Ich habe mein Modell, habe ich ein Modell in Mühle von Balbegal. Das ist auch in Südfrankreich, hat man Fundamente ausgegraben. Das war so eine Böschung, so ein Mittelbau mit 8 Rädern beidseitig. Und die haben da die Römer zur Römerzeit schon 4 Tonnen Mehl gemahlen. Man muss wissen, das Getreide ist ja nicht gleich Mehl. Das wird gemahlen, gesiebt, gemahlen, gesiebt, gemahlen, gesiebt. Und man muss wissen, das Mehl, was Sie kaufen, hat 10 Mahlgänge hinter sich. Oh, das wusste ich nicht. Ja? Sie haben uns ja auch noch eine Mühle mitgebracht, die müssen wir Ihnen auch noch zeigen. Die haben Sie aber gebaut, oder? Die haben Sie schon selber gebaut. Die habe ich auch gebaut, ja. Ja, und die ist auch in der Mühlenausstellung zu auch sehen. Auch in der Mühlenausstellung. Was hat sie mit dieser Mühle der Windmühlen. Sich? Das ist eine Bockwindmühle. Ein was? Bock. Bock. Windmühle, ja. Mühle. Ja. Was ist eine Bockwindmühle? Warum Bock? Man muss wissen, bei uns weht der Wind mal von dort, mal von dort, von dort. Man muss die Mühle in den Wind drehen. Ah, sowas kenne ich. So. Ja. Und den ganzen Mühlenkasten hat man auf einen Bock gestellt. Mhm. Das ist der Bock. Die ganze Mühle, Mühlenkörper, sitzt auf diesem Spieß, auf dem Bock. Deshalb heißt die Bockwindmühle. Ja. Hier ist ein Mahlgang drin. Mhm. Und es geht dann direkt, wenn der Wind geht, auf den Mahlstein. Und Sie sind der Initiator der Mühlenausstellung in Obermockstadt. Ja. Wann kann man Ihre Mühlen bewundern und wie viele Mühlen sind da? Ja, im Moment ist es ein bisschen schwierig. Corona, die zieht uns ja alle ein bisschen in Mitleidenschaft. Ich hatte immer zu festen Kulturveranstaltungen, die öffnen.
Normal habe ich jetzt jeden zweiten Sonntag. Und wann ist es soweit? Wann können wir Sie wieder besuchen? Im August. Wunderbar. Dann gucken wir, wann ist der zweite Sonntag im Monat und Sie schauen einfach mal auf unsere Webseite. Da haben wir die Kontaktdaten zu Herrn Egloff. Ich sage jetzt mal Dankeschön für den Moment. Nachher sehen wir uns wieder, dann sprechen wir weiter über Mühlen. Ja, jetzt nehmen wir Sie mit in eine andere Welt. In eine Welt voller Mühlen, Wind- und Wassermühlen. Wir haben einen Mann bei uns zu Gast, der seit einigen Jahren Mühlen selber baut und er hat eine Ausstellung initiiert, in der ganz viele auch selbstgebaute Mühlen, aber zum Teil auch Mühlenvorbilder gezeigt werden. Und wir wollen Ihnen da schon mal jetzt ein kleines Vorgefühl dafür geben und ich treffe ihn gleich draußen im Hallo Hessengarten. Und mein Freddy Egloff ist mit ein paar seiner Mühlenmodelle hier bei uns im Hallo Hessengarten. Er ist der Initiator der Mühlenmodellausstellung in Obermockstadt. Grüß Sie ganz herzlich. Hallo. Sie haben inzwischen über 50 Mühlenmodelle selbst gebaut. Also seit Sie in Rente sind, steckt Ihre ganze Leidenschaft, Ihr Herzblut da drin. Wie fing das an? Also was hat diese Mühlenfaszination ausgelöst bei Ihnen? Ja, die Technik. Die Technik überhaupt, wenn man sich so überlegt, die alte Technik, die schon Jahrhunderte, Jahrtausende, die findet man in modernen Maschinen auch wieder. Ja. Wenn man sich so überlegt, hat jede Arbeitsweise eine Umkehrung. Und wenn ich da jetzt gucke, zum Beispiel dieses hier, diese Hammerschmiede, drehe ich die um, die Noppenwelle finde ich im Auto. Ach Gott, ja, da gibt es die Parallele. Sie können die gerne mal anmachen, damit wir sehen, wie die funktionieren. Noppenwelle. Ja, nun ist es ja eine Sache, von Mühlen fasziniert zu sein und eine andere Sache, sie selber zu bauen. Warum haben Sie angefangen, Mühlen zu bauen? Ja, da hat mich jemand draufgestoßen. Und ich bin bei meinen Freunden in Eigensachsen, bei der Familie Schröder. Wir haben eine Gartenveranstaltung, da war ein Besucher, der kam da hin und sagt, Manfred, der kennt mich, Manfred, hier müssen Mühlen in Eichelbach. Mhm. So war der Anfang gewesen. Der wusste, dass ich vorher schon kleine gebaut habe. Ah, okay. Was haben Sie früher gemacht, bevor Sie als Rentner Mühlen gebaut haben? Was haben Sie vorher beruflich gemacht? Letzter Beruf war Selbstständigkeit. Ja. Getränkehandel. Okay, das hat ja nun nichts mit Mühlen zu tun, mit Bauen oder sonst irgendwas. Wie haben Sie denn entdeckt, dass Sie ein Talent dafür haben? Ich habe vor in der Schulzeit schon Flugzeuge und Schiffe gebaut. Ah, okay. Ja, stimmt. Dann liegt das nah. Und jetzt bauen Sie Mühlen und zeigen das auch in Ausstellungen. Genau. Wir haben mal ein Mühlradmodell für Sie im Foto. In Schwalheim kann man das sehen. Was hat es damit auf sich? Das ist in Schwalheim nachgebaut. Und zwar links sehen wir das Schwalheimer Rad. Das ist 9 Meter hoch. Und der Sinn und Zweck war, man wollte Salz gewinnen. Salz verkaufen. Und die Sohle, die war nicht so ergiebig. Und da hat man mit Pumpen die Sohle in ein Gradierwerk gepumpt und so angereichert durch Verdunstung, durch Gradieren. Nur ist es so, in Bad Nauheim hat man keinen Fluss, der einen Rad hätte antreiben können. So ist man nach Schwalheim gegangen, hat ein Gestänge gelegt nach Bad Nauheim an die lange Wand, auf Rollen gelagert und hat dort in Bad Nauheim die Pumpen angetrieben. Faszinierend, ja. Ähnlich war das in Bad Salzhausen. Da haben wir auch Fotos davon, von Bad Salzhausen. Erklären Sie uns doch das Foto mal und das Modell. Ja, das Problem war, in Bad Salzhausen ist überhaupt kein Fluss. 2 Kilometer weiter abwärts ist die Nidda bei Koden. Da hat man dort ein Wasserrad reingestellt. Hat dann mit Gestänge und Umlenkungen den Berg überwunden. Das sind ja 20 Höhen, 100 Meter Unterschied. Das war dann auf dem Niveau Bad Salzhausen, hat dort 7 Wasserräder, sprich 7 Gradierwerke betrieben. Mhm. Anhand, also das war, die ganze Geschichte war 2 Kilometer. Und dort, wie gesagt, das bei unseren Freunden in Eichelsachsen, die haben ein Grundstück und durch deren Grundstück läuft glücklicherweise das Flüsschen Eichelbach. Und Sie bauen diese historischen Mühlen nach, was ich sehr faszinierend finde. Es dauert Wochen, bis die fertig sind. Wir zeigen Ihnen jetzt mal eine der bekanntesten Schiffsmühlen Hessen, also quasi ein Original. Das ist eine riesige Mühle in Ginsheim. Auch sie ist nachgebaut, aber sie ist in Originalgröße nachgebaut. Und gebaut hat sie einen Hesse, der genauso für Mühlen schwärmt wie der Herr Egloff.
Herbert Jack ist heute mein Schirmherr, aber nur so lange, bis er mich in die Schiffsmühle begleitet hat. Die Mühle ist seine Leidenschaft und er bietet darin Führungen an. Ja, wozu brauchte man denn hier am Rhein so eine Mühle? Die ist ja nachempfunden, richtig? Das ist ein Nachbau. Ja, das ist als Museum. Und das ist eine rein kulturelle Installation. Mhm. Die Originale, die haben hier tatsächlich dann Getreide verarbeitet. Und Ginzheim war ein ganz starker Mühlenstandort mit bis zu 22 Schiffsmühlen. Und die interessanteste davon war allerdings das Vorbild von der hier. So sah die Schiffsmühle 1925 aus. Und mit solchen Ruderkähnen legte man damals an. Damals wie heute gab es am Rhein Hochwasser und Niedrigwasser. Dadurch, dass die Mühle zwar fest verankert am Ufer schwimmt, hat sie dennoch Spielraum und kann sich ständig dem Wasserpegel anpassen. Von außen hört sich die Schiffsmühle in Ginzheim leise an. Innen ist es jedoch laut, wenn alle Räder ineinander greifen, um Korn zu mahlen, um daraus Mehl zu gewinnen. Heute geht das aber alles auf Knopfdruck. So, wir sind also hier an der Station, wo das Mehl ausgesiebt wird. Das ist ein sehr langer Weg vom Getreide zum Mehl. Und hier wird das Mehl, das schon gewonnen ist, getrennt und das, was dicker ist, ist kleiner. Und hier an dieser Station ist auch der Punkt, wo dieses berühmte Lied herkommen kann, nämlich es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Gearbeitet hat in der Schiffsmühle damals der Müller. Der arbeitete und wohnte hier und hatte einen kleinen Raum, um sich auszuruhen. Oft wird Herbert Jack gefragt, ob Schiffsmühlen von damals in der heutigen Zeit erneut aufgebaut werden könnten. In Zeiten des Klimawandels kommen ja so einige Ideen auf. Die Kapazitäten, die die heutigen Mühlen haben, die gehen in die Hunderte und über 1000 Tonnen am Tag. Und mit so einer Schiffsmühle konnte man hier mal vielleicht 5, 6, 8 Tonnen am Tag bewältigen. Und die Wasserkraft reicht nicht aus, um mehr zu machen. Jedes Wochenende können Sie die Schiffsmühle in Ginzheim übrigens besuchen. Eine Führung kostet 4 Euro für Erwachsene. Kinder ab 7 bis 18 Jahren zahlen 1 Euro. Also am Wochenende können Sie die selber mal in Augenschein nehmen. Und Herr Eckloff kennt die Mühle auch ganz gut. Sie haben sie sogar nachgebaut. Das Modell hat uns zusammengeführt. Ja, das hat... gebaut und irgendwie haben wir uns zusammengefunden. Und mittlerweile darf ich auf dem Schiff jährlich zu den Tagen der Industriekultur dort eine Ausstellung machen. Immer mit einem anderen Fachbereich. Ja. Nur gut, dieses Jahr, Corona lässt grüßen, das Schiff lässt keine großen Besucherzahlen zu. Hm. Aber haben Sie dieses Schiff gebaut, bevor Sie das andere gesehen haben? Also bevor Sie das Große, was wir gerade eben gesehen haben, selbst in Augenschein genommen haben? Das habe ich in Literatur gesehen. In Literatur? Dann habe ich es gebaut und dann hat uns das zusammengeführt. Weil ich hatte mir, nach welcher Vorlage bauen Sie denn sowas? Woher wissen Sie, wie man eine Mühle baut, die dann auch noch funktioniert? Uff. Sie haben halt viel gelesen. Gelesen und wenn man ein Modell mal gebaut hat, eröffnet das wieder eine neue Dimension. Ja. Und ich frage mich jetzt gerade, sind das Mühlen oder sind das Schiffe? Es ist eine Schiffsmühle, ich weiß, aber als was? Ja, da schreiben sich hier Schiff, die einen sagen Schiffmühle, nein, es war Schiffsmühle. Ja, man streitet sich da ein bisschen. Und das sind hier Modelle, die Sie uns mitgebracht haben, die man auch in Ihrer Mühlenmodellausstellung bewundern kann in Obermockstadt. Wir haben also hier noch. In Obermockstadt und im September sind wir wieder gemeinsam Veranstaltung mit der Familie Schröder. Ist ja mittlerweile auch ein Mühlenbruder, ja. Hat der Reinhard Schall kreiert und gemeinsam ein Freund aus Ida Oberstein, der ist uns auch wohlgesonnen und wenn ich was brauche, ruft er an. Okay, und ab September sind dann nicht nur in Obermockstadt Mühlen zu sehen, sondern in Sachsen. Gut, dann sprechen wir im September nochmal drüber. Aber jetzt kann man die Mühlen, die Sie auch hier mitgebracht haben und noch viele andere, Sie haben ungefähr 50 gebaut und Obermockstadt bewundern, das ist eine Boxwindmühle. Für die Zuschauer, die vorhin noch nicht dabei waren, können Sie uns kurz diese Mühlenart erklären? Das haben viele wahrscheinlich noch nicht gesehen. Es ist eine ungewöhnliche Konstruktion. Ja, das ist eine Mittelalter. Einen sagen deutsche Mühle, Bockwindmühle. Normalerweise ist das ein geschlossener Kasten. Mhm. Zum Gucken habe ich dir jetzt durchsichtig gemacht. Wir haben
bei uns hier in Europa eine Westwindlage. Das heißt, der Wind pfeift mal von da, mal von da, von da. Und man muss die Windmühle in also den ganzen Kasten in den Wind drehen. Mhm. Und man hat den ganzen Mühlenbau auf einen Bock gestellt. Mhm. Deshalb hat die den Namen Bockwindmühle. Und es gibt sogar chinesische Mühlen. Mal gucken, ob die anders aussehen. Haben Sie das auch nachgebaut, die chinesische Mühle? Mühle, da habe ich mir schwer getan. Ja. Warum? Das, die Funktionsweise, die ist etwa 3.000, 4.000 Jahre alt. Da haben die damals schon Segel von Schiffen genommen. Da gab es die typischen Dreieckssegel. Mhm. Und die würde nicht laufen, wenn die Segel starr werden. Das heißt, die eine Seite, wo die Wind angreift, treibt das an und die Segel, die zurückkommen, die drehen sich aus dem Wind. Und so funktioniert das. Wenn Sie Mühlen so lieben, machen Sie dann gerne Urlaub in den Niederlanden? Weil Niederlande sind für mich das Land mit den Mühlen. Ja, ja. Tschüss. Ja, nicht schlecht. Ja, ich bin gespannt, welches Modell Sie als nächstes bauen, was wir dann auch an Ihrer Ausstellung sehen können in Obermokstadt, immer am zweiten Sonntag im Monat. Wir haben auch die Infos dazu bei uns auf der Homepage. Können Sie gerne mal nachschauen. Wie verabschieden sich Müller voneinander? Glück zu. Glück zu, nicht Glück auf, sondern Glück zu. Glück zu. Dann Glück zu. Hat mit den Bergleuten nichts zu tun. Die sagen ja Glück auf. Glück zu, Herr Eckloff. Schön, dass Glück Sie zu. Bei uns sind. Liebe Zuschauer, wir haben es ja gerade schon gehört, Herr Eckloff engagiert sich ehrenamtlich auch halt in dieser Ausstellung. Sie können ihn dort besuchen und er bekommt ja kein Geld für all das, für die ganze Zeit und Arbeit, die er hier investiert. Und vielleicht sind Sie ja auch engagiert in einem Verein, engagieren sich ehrenamtlich. Dann möchten wir gern mit Ihnen genau darüber sprechen bei uns in der Sendung. Und deshalb wünschen wir uns, dass Sie sich bei uns bewerben.